Obwohl, Shotgun ist trotzdem noch besser. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Wir sind hier in den Army Warehouses, haben beim letzten Mal ja noch nächtlich einiges an Stash-Konsolidierung betrieben, was dazu geführt hat, dass es jetzt ein bisschen fortgeschritten ist, was die morgendliche Stunde angeht. Es ist schon eher so Mittag, ein bisschen lang geschlafen. Wir wollen aber mal gucken, ob wir... Können wir machen, ob wir eventuell noch den Untergrund des Untergrundes in Agroprom machen können. Das fehlt uns ja noch und vielleicht dann noch den ein oder anderen Stash im oberirdischen Teil suchen. Und wir brauchen noch ein bisschen Buckshot einmal. Okay. Gut, dann würde ich sagen, latschen wir da einfach mal hin. Und sind hier mal ein bisschen vorsichtig, weil wir erinnern uns, wir haben immer noch ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Es ist immer noch ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Deswegen sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Ich erwarte jederzeit, dass hier eine Gruppe Mercs uns irgendwie auflauert. So, wie ist hier die Lage? Alles ruhig. Okay, er schießt auf ein paar Bears, Boss, das könnte er ruhig machen. Okay, irgendwas geht hier vor sich. Zur Hölle, ich sehe dich nicht.
glaube, das waren alle. Nope. Okay, ich habe eine Einstellung geändert, um ihn mal zu testen, und es stellt sich heraus, das mag ich überhaupt nicht. Keyboard, nee, nicht Keyboard, Dings, General Control, Toggle, Leaning Mode. Okay, Toggle kann ich überhaupt nicht. Okay. War das die Merc Hit Squad? Sieht so aus. Ja, und ihr Scheißer helft mir nicht, weil ihr mit den Mercs irgendwie keinen Ärger habt. Bringen wir das mal schnell weg und gucken das gleich durch, aber erstmal will ich die Sachen hier in Sicherheit bringen. Bevor ich meine, auch wenn sie sich mit den... Auch wenn sie sich mit den Mercs nicht streiten, dass sie vielleicht doch ihre toten Körper plündern wollen, das ist durchaus denkbar. Das war auch eine von den Gastubes, die wir brauchten. Drop. Wir machen das hier rein. Okay. Loot Game. Wichtig. Wichtiger Teil des Spiels. Wichtigster Teil des Spiels. Ja. Kümmern wir uns gleich drum, was das hier alles ist. Stalker, ствол у тебя красивый, да только убрал бы ты его. Ja, Stalker hat zu tun. Stalker kann jetzt nicht. Auf den Stalker ist übrigens gerade ein Attentat verübt worden. Wollte ich nur mal erwähnen. Das interessiert euch nicht. Interessiert euch nicht. Würde mich auch nicht interessieren. So, wo war die Leiche? Hier. Exoskeleton. Das hier, müssen wir das hier immer. Der Exo-Helm ist gar nicht schlecht, den können wir vielleicht retten. Und ich glaube, den können wir auch separat tragen. Also ohne Exo-Suit dazu. Und der ladно, Герасим. Ist, glaube ich, есть, чем с тобой молчать. Давай besser, по-хорошему, дружище. Besser als das, was wir haben. Ist jetzt gut? Meine Güte. Lass mich hier arbeiten. Bin Leichenfleddern. Leichen, bei deren Produktion ihr mir übrigens nicht geholfen habt. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Das, dich habe ich schon, genau. Duty hat versucht, mir zu helfen.
Okay, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war, also das war so eine Dreiergruppe, oder waren es vier? Weiß ich nicht, drei oder vier? Eins, zwei... Drei, glaube. Das war so ein typischer Hit-Squad. Wie wir jetzt häufiger erwarten müssen, die haben wir zum Glück relativ früh gesehen. Die haben sich allerdings auch da mit irgendwelchen Boss rumgeärgert. Wollen wir auch noch gucken, ob da vielleicht noch was übergeblieben ist. Aber die wird Freedom wahrscheinlich hier einfach alle weggeballert haben, ne? Ja, ja, die ist niemand mehr. Hier waren doch Boss, ne? Das war doch... Also irgendwer hat hier irgendwas gemacht. Ich glaube, das war da. Okay. Okay, schweres Geschütz im Hintergrund. Okay. So. Прячь волыну, сталкер. So, dann wollen wir schauen. Das hat uns ein bisschen Muni gekostet. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Das bleibt alles hier. Ich habe ja mal eine Liste mit Helmen. Irgendwo? Also, hier. Was sagt denn der Helm, der Exo-Helm? Der Exo-Helm, 30% Ballistik, unser hat... Also wenn er heile ist. Hier sehen wir ja leider nur das Kaputte, was das Ganze so ein bisschen doof macht. Unser hat 39? Okay, unser ist besser. Okay, unser Helm ist in allen Sachen besser. Wir haben noch Sphere 8, ne? Okay. Der ist in allen Punkten besser. Wow. Nicht gedacht. Was haben wir? Exosuit. Das wäre auf jeden Fall eine Aufrüstung. Ganz allgemein, also... es ist noch kein Exoskeleton und es ist auch noch gar kein Nosorok, aber es ist der drittbeste Bereich. Das hier wäre eher so Lateral Movement. Okay. Irgendwas geht hier vor sich. So, ich würde sagen, wir lassen den Stash da einfach drin und begeben uns jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Weil jetzt, jetzt muss ich erstmal rumsprechen, dass die Hit Squad gescheitert ist und dann muss ein neuer Auftrag. Muss der neue Auftrag ausgeschrieben werden und das dauert alles. Glaube ich. Was zur Hölle ist hier schon wieder los? Was ist denn das für ein Kleinkrieg da drüben? Und vor allem, wo ist das?
Es ist eine Saiga, ne? Oh, wow. Die komplett hin ist. Ich meine, vielleicht kriegen wir irgendwas Heiles raus, aber unwahrscheinlich. Nope. Aber vielleicht brauchen wir es für irgendwas. His pockets were full. Ja, von wem denn? Gegen wen kämpft ihr denn? Meine lieben Kameraden. Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Die Mercs können es nicht sein. Monolith. Okay, da läuft jemand. Warum läufst du? Wo willst du hin? Okay, du lootest die gerade. Vollständigkeit halber, die Anzüge nimmst du ja normalerweise nicht mit. So, ihr habt... Wer seid ihr denn? Bist du Freedom? Bleib doch mal kurz stehen. Ja. Dann werden die da Duty ausgeräuchert haben, vermute ich mal. Mercenaries. Interessanter Suit, habe ich noch nie gesehen. Free Stalkers, okay. Okay. MTS. Was für eine Hölle ist das für ein Suit? Medium, okay, dann kommt er für uns nicht mehr in Frage. Da sind wir drüber hinaus, aber der sieht ja so schlecht gar nicht aus. Also optisch. Egal wie er aussieht. Okay. Nur warum hat... Ich meine, warum hat Freedom... Weil das waren Freedom-Leute und du bist auch Freedom, oder? Ne. Nee, du bist ein Freestalker. Okay, Freestalker und Monolith, das verstehe ich. Dann sind die Freedoms hinterhergelaufen, um die Leichen zu looten. Weil ich meine, die werden sich weder mit den Freestalkern noch mit den Mercenaries prügeln. Interesting. Nein, aus. Das ist wieder zeitlich sehr ungünstig. Na gut, aber wir haben ein bisschen Loot eingesammelt. Eventuell eine Verbesserung unserer Rüstung. In nicht allzu ferner Zukunft. Haben eine Hitsquad ausgeschaltet, die uns jetzt wahrscheinlich für die nächsten... Tage? Also auf jeden Fall für die nächsten Aktivitäten mal nicht belästigen wird. Was gut ist.
Lassen wir auch erstmal hier. Wo wir noch reingucken können, weil ja, vielleicht ist ja irgendwas. Irgendwo ein Stash. Dankeschön. So. Gut, dann jetzt los. Mal gucken, ob wir noch zur Stash-Besichtigung kommen. Ansonsten machen wir erstmal den Untergrund des Untergrundes und da werden wir genug Freude mit haben. Und wir werden ja sicherlich nochmal zum Agroprom, zum Level zurückkehren, um die Stashes zu looten, zumal das ja reines Auswürfeln wäre, ob da zufällig was drin ist, weil wir keine, zumindest mir im Moment nicht bekannte Stashes da haben. Oder? Gucken wir mal. Oh, wir haben einen neuen lila Stash. Interessant. Das ist Jinte. Wo ist Agroprom hier? Oh doch, wir haben einen neuen. Okay, da auch. Okay. Und doch ein bisschen. Eigentlich wollte ich nur nach Agroprom laufen, aber nein, erste halbe Stunde haben wir uns damit beschäftigt. Merc Hit Squad, da konnte man nichts gegen machen und das andere war dann wieder Ablenkung. Ne? Man hört irgendwo Schüsse und denkt sich, naja, vielleicht ist ja hier irgendwas Interessantes. Aber ich glaube, das Interessanteste an diesen ersten 30 Minuten waren die Mercs. Und die haben ganz gute Ausrüstung. Also, ne, Exoskeleton, also die sind nicht etwa, also wer auch immer will, dass wir ausgeknipst werden, die lassen sich das vermutlich einiges kosten. Zumindest die Leute, die die Aufträge annehmen, sind keine Vollpfosten. Immer noch der gleiche. Das ist wahrscheinlich tatsächlich ein wichtiger Kollege. Was wollen wir hier machen? Hier wollen wir nur durchlaufen. Okay. Und dafür, dass die Sonne untergehen soll, ist noch relativ hell, finde ich.
Nutzen wir mal das Sonnenlicht. Wasser sollten wir definitiv noch besorgen. Das könnte sonst ein bisschen eng werden. Ja. Halten wir noch mal kurz auf dem Flohmarkt an, weil Butcher verkauft aus irgendeinem Grund kann. Aber ich glaube, da haben wir noch Wasser im Dings. In seinem Stash. Da müsste ich was gelassen haben. Eigentlich mal am Flohmarkt kommen wir eh vorbei. Da können wir auch noch Flasch Wasser kaufen. Alles ordnungsgemäß hier. Sehr gut. Das sind Zombies, jede Wette. Ja, die können da bleiben. Boah, nehmen wir mit. Und Free Flash nehmen wir auch mit. Danke fürs Schießen, Jungs. So, wir wollten jetzt aber hier. Du verkaufst auch kein Wasser, du Sch... Okay. Kein Wasser, ehrlich. Na gut. Gott, du schießt doch mal diese paar Zombies tot da. Das. Der Einzige, will ich hoffen.
Gib mir dein Fleisch. Dankeschön. Das nehmen wir mit nach Janta. Okay, also wir lassen. Komm, verkaufen. Möchtest du irgendwas? Anything else? Dog Meat mal 10. Könnte sein. Sieht nicht so aus. Nope. Mit Boardshops können wir dienen, alles andere nicht. Das. Ja. Alles weg. Ich dachte, ich hatte beim letzten Mal deine Munition. Achso, schon wieder. Ist da was? Die ist so billig, die kaufen wir hier alles. Und dann tun wir die. Für den Fall der Fälle. Hätte schwören können, ich hätte das schon gemacht. Hat er restockt wegen des Ladens, des Safes? Kannst ja nicht ge... Okay, was ist hier los? Okay, Freunde? Warum geht ihr rückwärts? Ich meine, ihr habt da bestimmt einen Grund für, aber... Ihr glaubt, dass ihr da durch die Wand... Okay, das funktioniert nicht. Ja, eure Sache. Ja, keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall wieder Muni ein bisschen. Das ist gut. Und wir haben auch ein bisschen was für später. Und die bei Butcher ist so günstig. Da können wir ruhig auch mal ein bisschen auf Vorrat kaufen. Oh, hier ist das Ding, was wir... Okay. Hui! Okay. Das Ding wiegt leider ein bisschen viel. Deswegen würde ich sagen, tun wir das dann mal wieder rein. Aber machen das auf dem Rückweg, nicht wahr? Wir wissen, wo es ist. Also mehr auf dem Wege kann es ja nun nicht gelegen haben. Also wirklich, das war Netskin Flint. Okay. So, ich höre Miezekätzchen. Glaube ich zumindest. Okay. Da hinten ist eine Katze, aber hier haben wir ein unmittelbareres Problem. Hier. Ich glaube, das war eine Katze. Hast du irgendwas zu essen? Hier mal schnell so einen Riegel.
Military? Bandit. Okay. Da war eine Anomalie. Da ist die nächste. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Ganz ruhig, Pux. Ganz ruhig. Das hat wehgetan. Eieieiei. Okay, haben wir. Bandits hier in der Factory, das ist interessant. So, Hei. Das war schmerzhaft, verdammte Axt. Nochmal bei. Hier, was weiß ich, irgendwas. Nimm die. Okay, okay, gut. So, das hat uns ein bisschen Repair-Material gekostet. Dieser unbedarfte Schritt. That's Stalker for you. Und ich würde sagen, jetzt doch versucht hier mal reinzugucken, wer jetzt hier das. Wir sind jetzt hier überall Bandits, das wäre ja schon relevant. Stalker. Okay. Haben wir noch Wir haben keine Medkits mehr. Das könnte, gibt es hier irgendwo. Wir haben ein paar Stashes. Vielleicht finden wir hier Medkit. Weil da im Untergrund werden wir wahrscheinlich eins brauchen. Das sind keine Medkits. Hast du vielleicht ein Medkit für mich? Offensichtlich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir als erste Aktion die Stash-Besichtigung. Die wir eigentlich hinterher machen. Obwohl, nee, das ist jetzt eh besser, weil wir noch Licht haben. So, da mal gucken. Haben wir noch irgendwo welche, die markiert sind? Da, aber ich weiß, hier sind auf jeden Fall welche. Gucken wir da mal hin. Kommen wir hier irgendwie. Komm mal raus. So, hier haben wir schon häufiger reingeguckt. Hübsch hier.
ziemlich sicher, hier ist ein Stash. War sogar ein Zelt mit potenziellen Items. Nope. Nope. Come on, Stalker. Okay, mal was zu essen. Some soldiers roaming the area. Gut zu wissen. Und da es keine genaue Ortsangabe gibt, also das Level nicht genannt ist, ist es das aktuelle Level, in dem wir sind. Oh, Framerate, oh Gott, das ganze Gras her, ja, das ist nicht gut. Okay, hier ist aber irgendwo was drin. Okay, wollen wir hier nach? Gucken wir. Jo, hier ist was. Sehr schön. Wir haben natürlich keine... Okay, ich meine, das lohnt sich, aber wir haben natürlich auch nichts zum Transportieren. Aber mal gucken, was es ist. Wir können es ja zumindest hier im... Kannst du mich mal bewegen, bitte? Danke. So. Er ist mittendrin, ne? Machen wir mal vorsichtig. Okay, ich glaube, das ist ein Junk-Artefakt. Da haben wir keine... Ups. Ich nehme an, hier ist wieder alles... Okay. Bin ja versucht, da gleich nochmal, aber nein. Wir haben die attackiert und das war alles gut und schön. Ich meine, hier gibt es noch Stashes, so ist nicht... Da näher dran. Nope. Wir machen das, weswegen wir hergekommen sind. Hier sind auch gerne mal Snorks. What the fuck?
Ja, hier können wir schlafen. Wer. Ja, ja. Wer sehr. Nein. Wer sehr gute Nerven hat, kann hier schlafen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, zum wo ist Norden? Da ist Norden. Das heißt, da ist Süden. Das heißt, da müsste noch ein Stash sein. Da können wir vielleicht noch hin. Wer hat da Licht gemacht? Du nicht? Jo. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier zu unseren Freunden. Ach, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Bin ich mal für 5 Minuten weg? Worauf schießt ihr denn? Könnten vielleicht Bandits. Wir nehmen den anderen Stash. Und den denke ich hier nicht immer. Komm auch. So. Keine Ahnung, worauf er schießt. Ich sehe nichts. Stalker, da war eine Leiter. Manchmal bist du echt ein bisschen... Und wir haben immer noch kein Medkit. Okay, das wird ein Problem bleiben. Wir haben nicht mal was zum Heilen. Das ist, haben wir, Bandages haben wir immerhin noch. Okay. Na gut, das wird ein bisschen heikel, aber ich würde sagen, gehen wir es an. So, ich brauche mal noch einen Kaffee und dann geht's gleich los. Okay, na gut, dann los. Ja. Moment, hier war noch, irgendwo war hier noch ein Stash in der Nähe, ne? Können wir hier durch, ohne zu sterben? Schauen wir mal. Vielleicht ist da ja ein Medkit drin. Wo war das? Was? Wo? Nein, nicht, okay. Oberhalb von dem Kram. Ja gut, da können wir zu, können wir noch mal kurz hingucken. Da läuft immer noch die Miezekatze rum.
einiges an Kätzchen. Come on. Ich glaube, du warst die arme Sau. Nicht das richtige Ding. Also, wir lassen das hier. Das hier, 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 das hier. Mal nicht. Doch. Fuck your game. Okay. Okay, das müssen wir jetzt aber ganz schnell irgendwo hin tun, weil das strahlt wie Sau. Und dafür brauchen wir einen Container, den wir nicht haben. Also ab in irgendeinen Stash. Zum Glück ist hier einer. Come on. Rein da. Und du kannst auch hier bleiben. Okay. So, die Aufmerksamen werden bemerken, das ist immer noch nicht der Stash, den ich an die holen wollte. Ah, goddammit. Aber zwei Artefakte auf einmal ist gar nicht schlecht. Das sind nicht die besten, da ist häufig... Also da in dieser Anomalie sind wirklich richtig gute Artefakte drin, mitunter. Die wir allerdings noch nicht detekten können, weil wir keinen vernünftigen Detektor haben. Deswegen ist es wurscht, aber da drüben. Aber, ne? Zumindest... diese Anomalie ist wirklich ein guter Ort, um... Okay, hier unten, da. Medkit? Medkit? Kein Medkit. Okay, Perks ohne Medkit? Na, das wird was. Okay, na gut, dann jetzt aber, wo die Sonne untergeht, zum Underground. Oh, ihr habt euch vermehrt, das ist gut.
Irgendjemand von euch, der ein Medkit verkaufen will? Ich würde sogar einen leicht erhöhten Preis zahlen. Здорово, дружи. Okay, gucken wir mal unsere Waffen an. Geht noch, geht alles noch, geht alles noch. Yes. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Kollegen Mutantchen hier respawned sind und ob die Bandits respawned sind. Ob überhaupt irgendwer respawned ist. Wahrscheinlich sind alle respawned. Davon gehen wir mal aus. Oder es ist niemand respawned. Auch denkbar. Oh, das habe ich offensichtlich hier gelassen. Okay. Ein paar Bolzen kann man noch gebrauchen. Du hast eventuell das, was wir auch brauchen. Genau, Gas to PP und ne? Ist das hier? Ja. Ist zwar kaputt, aber das ist ja egal. So, jetzt ist maximal. Oh, jetzt haben wir nichts zu trinken mehr. Okay. Okay, ja. Mit Shift F. Okay. Hat mich ganz schön erschrocken. Die kleinen Bugs in der Physics Engine. Das müsste doch Walking ist doch das mit. Na egal. So, mal gucken, was hier Neues auf uns wartet. Nothing? Okay. Übersehen haben beim letzten Mal. Nehmen wir mit, gerne. So wie ich mit meinen Sachen umgehe, können wir ein bisschen mehr Kleber durchaus brauchen. Okay. So, und hier haben wir es beim letzten Mal irgendwo abgebrochen.
bin mir sicher, hier ist irgendwo ein Stash. Bist du ein Stash? Nein. Du bist aber ein Stash. Wie komme ich zu dir hin? Naja. Besser als nichts. So, jetzt geht's hier hoch. Hier kommen wir ja, ist ein weiterer Ausgang, den wir nicht nehmen wollen. Machen Sachen kaputt, weil es so viel Spaß macht. Potassium, okay. Für den Atomkrieg. Ja, ich meine, Jodtabletten sind natürlich schon ganz hilfreich. Wie ging das nochmal so? Ist hier. Bestimmt nicht gut, wenn man da reinfällt. Deswegen versuchen wir dann das zu vermeiden, Stalker. Danke. Das ist Stash irgendwo. Ich bin mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher, irgendwo ist hier noch ein Stash. Ja, whatever. Weiter geht's. Okay. Den Gang kennt auch jeder Stalker-Spieler. Come on. Du verdammter Scheiße. Ja, der Controller. Du hast dein Medkit, das ist sehr schön. Und der ist hier, glaube ich, nicht alles, was hier spawnt.
Deswegen sind wir mal weiterhin vorsichtig. Außerdem müssen wir erstmal den Joint wirken lassen, dass wir langsam unsere Geistesgedöns wieder kriegen. Jetzt sind das noch die Nachwirkungen der starken Kopfschmerzen, die uns dieser freundliche Herr hier mit seinen hübschen Jeans und ja, also ich meine, ne? Also Controller halt. Okay. Oh. Jedes Mal wieder ein Vergnügen. Es muss nicht. Obwohl, vielleicht hängt es vom Story-Mode ab. Also, ich habe hier auch schon was anderes spawnen haben. Sehen. Aber. Okay, wir haben uns wieder. Und unsere Health? Wo kommt denn unsere Health Regeneration her? Haben wir vielleicht doch ein bisschen, ne? Oder vielleicht hat man überhaupt ein bisschen. So, dich habe ich auseinandergeschraubt, ne? So, unangenehmer Bursche, dann wollen wir jetzt aber, wir wollen dann gar nicht hin, wir wollen, oh Gott. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Haben wir auch mal glatt unser Magazin locker leer geschossen? Aber mit unserer erhöhten Geisteskraft, die wir da sehen, dank unserer dank des Konsum dieses Cannabisproduktes, aus medizinischen Gründen natürlich. Ich meine, die waren in diesem Fall ja, glaube ich, sogar offensichtlich. Haben wir jetzt für eine Weile ein bisschen bessere Psy-Resistance, was ziemlich egal ist, weil ich glaube, es der einzige Controller hier ist. Was nicht stimmt. Ich habe glatt gelogen. Wir werden noch Psy-Resistance brauchen. Deswegen habe ich auch überhaupt die Joints noch dabei gehabt. Ja. Wir wollten auch noch ein Level runter. Ich bin. Das bringt nichts, hier drauf zu gucken, Pix. Wir müssen. Gott, wo ist das? Ich glaube, es ist hier durch. Ich meine, es sind technisch gesehen nur zwei Gänge parallel. Also zwei gebogene Gänge, die parallel zueinander verlaufen. Ich verlaufe mich hier aber trotzdem. Ist was drin, ne? Sah so aus, als wäre da was drin. Ja. Ich hab dich gesehen, Spiel. Haha. Hier nicht oder hat das respawned? Ich glaube, ich war hier nicht. Okay. Ja. Dieses Geräusch ist ja. Müssen wir uns nichts bedenken, das ist reine Absicht. Reine Schikane, meine ich. Na? Nicht drauf schießen, Perks. Auch wenn nichts drin ist. Ist kein Grund.
So, wie kommen wir hier? Hier müssen wir aufs Geländer springen, was der Stalker gerne macht. Nämlich, macht er nicht. Okay, das ist vielleicht besser, als von hier machen. Hopp, hopp, hopp. Stalker, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. Nein, 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 nein. Hoppa, hopp, hoppa. Okay. Jo. Da oben ist, glaube ich, nur noch ein Ausgang, den wir auch nicht nehmen wollen. Aber sicherheitshalber gucken wir noch mal. Oder, ach, nee, Quatsch, hier geht's zu... Ja, hier ist die Rückseite des... Oh, ich weiß, wo wir rauskommen, glaube ich. In diesem kleinen Kabuff? Ich glaube, wir kommen in diesem kleinen Kabuff raus. Ich wollte das Level eigentlich nicht verlassen, aber das Spiel fragt mich nicht mal. Ja. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier... Was ist drin? Nein. Muss nicht sein. So, jetzt aber zum unter dem Untergrund. Wir müssen hier lang, ganz an, nah an der Wand lang, Stalker. So, und jetzt hier. Welcome to the Fun Zone. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. So, das muss jetzt reichen. Alles gut? Alles gut.
Nothing useful, nothing useful. Du hast ein bisschen was. Du bist ja auch eine lustige Ratte. Okay, wir haben keine Batterien mehr, ne? Sehe ich richtig, sehe ich richtig. Okay. Naja. So, mehr sind hier aber, glaube ich, nicht. Du wirst da oben viel Freude haben, aber... Der Kollege hat nichts bei sich. Dann wollen wir mal gucken, ob wir... vorsichtig. Gut. Okay, also hier müssen wir durch. Bester Ventilator ever. Oh, Infantile Pleasure, sehr schön. Wir haben jetzt das Achievement, dass wir... Oh, shit. Hier schon, jetzt ehrlich? Okay, Nummer 1. Hier ist bestimmt ein halbes Dutzend. Oh, vielleicht ist die Tür offen? Nee, die kann nicht offen sein. Oh Gott, die Tür ist offen. Hier ist nämlich noch ein Raum und in diesem Raum... befindet sich der das hier so lustig macht. Oh fuck. Oh fuck. Obwohl, der Shotgun ist trotzdem noch besser. Thank you.
Der Controller steht direkt an der Tür. Das ist ein Problem. Und ein Bura ist in dem Raum. Also es sind zwei Bura in dem Raum. Ich dachte, dass die... Eigentlich sollten die in dem Raum dahinter spawnen. Sehe nicht, wenn er die Hände runternimmt. Das ist zum Kotzen. Jetzt hat er so unten gehabt. Okay. Okay. Zwei Bura down und wir wissen, wo der Controller ist. Das Problem ist, können wir da reingucken. Der Scheißer lebt noch. Wäre echt gut, wenn wir den Controller von hier sehen könnten. Das ist der Bura.
Okay, okay. Happy Fun Times. Also, reload. Er müsste eigentlich tot sein. Wir müssen außer Sicht. Das Problem ist, dass der Bohrer uns verlangsamt, wenn wir da reingehen. Wir können, wenn wir gleich nach links abbiegen. Nee, nach rechts. Okay. Haben wir noch irgendwas? Sea Protection. Fuck you! Das ist jetzt nicht hilfreich, lieber Controller. Problem ist, dass ich, wenn dank dieses herrlichen Glitches, der den Wahnsinn in diesem Raum nur noch unterstreicht, kann ich natürlich auch nicht richtig gut hier reingucken. Und hier sind ein halbes Dutzend Leute drin. Hilfreich, dass wir Durst haben und nicht zu trinken. Aber wir haben wir was Ähnliches? Wir können das nehmen. Das Drink significant thirstiness reduction.
Oder ich meine, wir haben 1, 2, 3, 4. Ich meine, es fliegt da nichts mehr rum. Okay, vielleicht waren es alle. Vielleicht waren es alle. Okay, das war eine Menge Panik. Und eine Menge Stress. Du hast einen Joint dabei, na, das glaube ich. Okay, das sind alles Psi-Emissions hier, dieses Gewaber. Und das ist irgendeine Art von Ding, das hier irgendwas macht. Aber eigentlich, ich hatte gedacht, dass die eigentlich alle, also auch die beiden, die wir da in dem Vorraum angetroffen haben, hier drin spawnen und man also in diesem Raum relativ also reinkommt und sich dann schnell da ins Eck vergibt, in den Nebenraum begibt, um dann sich zu überlegen, wie man mit dem Controller umgeht. Das lief irgendwie ein bisschen anders, als ich das erwartet hatte. Das ist bestimmt nicht gut hier. Hier irgendwas? Oh, da ist die Ratte hingelaufen. Du kleines Mistvieh. Einmal durch die ganze, das ganze Level, die da die Tür hochgerannt ist. Ist ja unglaublich. Das finde ich komisch. Come on, Stalker, nur weil du Kopfschmerzen hast. Ach Gott, jetzt ehrlich, da rein. What the fuck? Okay. Hey! Okay. Von da. Da ist auch eine Leiter, Perks, das ist auch viel besser. Und hier haben wir noch mehr zum kaputt machen. Erhöhte Chance auf Kram. Und es fängt gleich an mit einer erhöhten Chance auf einen Schlafsack. Schön. Schön, schön, schön. Und so, ich bin mir ziemlich sicher, hier ist auch noch irgendwo ein Stash. Aber jetzt wollen wir erstmal, wie zur Hölle wollte ich da hinkommen? Hier, ne? Noch irgendwo eine Ratte. Aber gut, das ist nicht so wichtig. So, also ich glaube, wollen wir mal ein bisschen ja, hier waren wir noch nicht drauf. Noch eine Truhe.
Und da ist der Stash. Da ist nichts drin, Spiel. Ja, da ist eine Rakete für einen Raketenwerfer drin. Selbstverständlich, das hatte ich nicht anders erwartet. Okay. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir hier mal. Wir gucken noch in den... Obwohl, das Ding können wir uns nochmal angucken hier. Irgendeine Art von Gerät, das irgendwas macht. Strike Tomorrow, okay, ist nicht so wichtig. Hier sind wir sicher vor Psi-Sturm. Hier sind wir quasi in einem Psi-Sturm. Okay, also das ist ein creepy Level. So, wir sind von da gekommen. Ja, wir waren da hier. Ups. Okay, geht nach innen auf. So, hier haben wir ein bisschen Kram. Und hier haben wir den Untergrund des Untergrundes des Untergrundes. Aber hier haben wir außer dem Kram hier. Wirklich nicht viel. Und das ist wirklich eine ziemliche Enttäuschung. Hier ist nicht mein Stash. Weil hier unten... im Untergrund des Untergrundes des Untergrundes... da geht es nicht weiter. Und hier ist ein Gang. Na, da wird man ja so einfach durchgehen können. Okay, die Engine buggt gerade aus. Hier sind überall Burner. Vielleicht kann sie das im Moment nicht darstellen. Weil es sind nicht nur die schräg... Der geht auch nicht schräg nach oben, der geht auch nicht schräg nach unten. Also die sind der ganze... Raum ist, der ganze Gang ist von allen Seiten mit Burner-Anomalien durchzogen, die in alle Richtungen schießen, sodass man da, glaube ich, nicht durch kann. Also man kann durchlaufen im God-Mode, aus Spaß, oder vielleicht mit einem richtig guten Feuerschutzanzug. Das Problem ist, da ist nichts. Das ist komplettes totes Ende, das ist so verschenkt. Aber gut, also da ist halt einfach nichts. Das ist ein langer Gang. Mit viel, viel Feuer. Den müssen wir uns also nicht angucken. Wir gehen stattdessen einfach nach Hause. So. Du, geh mal weg. Dich habe ich... furchtbarer Raum. So, aber hier habe ich hier eigentlich alles gecheckt. Hier können wir, glaube ich, nirgendwo hin. Doch. Wow.
glaube, das ist das Level, was man in Clearstar alles unter Wasser setzt. Oder so? Was Clearstar? Ja, muss Clearstar gewesen sein. Aber das habe ich. Also, ganz dünne. Expert. Was finden wir hier nicht? Genau. Ihr seht das auch so wie ich. Natürlich finden wir hier keine Nicht-Expert-Tools. Aber gut. Also Advanced-Tools, würde ich sagen. So, jetzt ist das Ding hier mal durch. Jetzt können wir... Jetzt haben ja die blöden Deppen hier den ganzen Kram durch die Gegend geschmissen. Deswegen müssen wir mal gucken, wo jetzt hier alles rumliegt. Also hier ist erstmal ein Stash. Kein Stash. Das ist... Da liegt noch was. Okay. Geh mal vorbei. Artefakte haben wir hier keine. So, das ist aber nur einer unserer Bolzen. Ne, ein Drop of Flashlight. Hier ist auch nichts. Machen wir dem Ding einfach mal hinterher. So, ein Flashlight war da bestimmt drin. Okay, dann gehen wir raus. Alles gut. Wir sind fertig. Wir haben alles gesehen. Gut. Und die Tabletten wirken relativ lange, ne? Was haben wir hier genommen? Wir haben da irgendwelche Pillen eingeworfen, da als Psi-Blocker. 348 Sekunden, okay. Ich glaube, die haben wir genommen. Ich habe irgendwas eingeworfen, wo irgendwas mit Psi drauf stand. Okay. Gut. Das war der, das war Agroprom Level minus 2. Creepy as hell. Und ja, beim ersten Mal, ich meine, beim ersten Mal hat uns der Controller ja auch ganz kalt nass gemacht. Weil ich einfach nicht erwartet hatte, dass er uns von da aus schon erreichen kann. Und dass die Kamera dann immer, ich meine, das ist ja die Idee, dass die Kamera dann austickt. Und weil, ne, weil einem das Gehirn durchgemischt ist, das sieht auch cool aus. Wir gehen den Weg zurück, den wir gekommen sind. Das ist. Das ist ja die Idee, dass wir dann, dass man dann verwirrt ist und nicht weiß, was los ist. Nur das Spiel ist halt manchmal so, dass man, dass die Kamera dann so ein bisschen in der Wand hängen bleibt. Habe ich manchmal das Gefühl, was die ganze Sache auch nicht gerade verbessert. Aber der Effekt vom Controller ist immer noch ziemlich cool. Also auch die, also nicht der eigentliche Angriff, auch die anderen Effekte, dieses, die Geräusche und die Verzerrung. Es könnte, was ich noch ein bisschen besser fände, also erstmal finde ich ganz cool, dass wenn wir quasi so sehr unsere Psi verlieren, also er uns so oft quasi da in den Geist reingreift, dass unsere Psi auf Null sinkt, dass wir uns dann selbst erschießen. Das ist, hat eine gewisse ist ein gewisser interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das im Original so war. Ich glaube, da stirbt man einfach. Weil ich meine, die Idee ist, dass man halt zum Zombie wird. Also zum, ne, Geistlosen. Und wir haben übrigens kein Medkit gebraucht. Und wir haben mehr Health, als wir vorher hatten. By the way, wollte ich nur mal erwähnen. Ich meine, gut, wir haben einmal neu laden müssen, aber trotzdem. Und wir haben sogar ein Medkit gefunden, ne? Ja, ja, also, was ich mir noch wünschen würde, was, ich glaube, war es Lost Alpha oder
also irgendeine Mod mal gemacht hat vom Original Stalker Shadow of Chernobyl, dass das Psi-Feld, das der Controller aussendet, also nicht nur das, was Schaden macht, wenn er uns an sich heranzieht, sondern das, was die ganze Zeit, was die Sicht so komisch macht und also die Farben verändert und so, dass das schon Schaden verursacht. Das fand ich, also das hat Controller noch böser gemacht. Ich meine, jetzt ist es so, dass die, dass diese Heranziehattacke, wenn er uns sieht, halt, ich glaube, zweimal, dann sind wir tot. Das ist okay. Nur, dem kann man halt einfach aus dem Weg gehen, indem man die Line of Sight bricht. Das ist ja halt die Idee. Oh, die sind respawned. Okay, haben dann doch zu sehr in der Geometrie gesteckt, hier die Kollegen. Nur der nicht. Nur der. Okay. Wollen wir hier... Nee, wollen wir nicht. Überlegt, ob wir hier schlafen, aber... Wir kommen ja in den Tunnel, das ist ja nicht allzu weit. Und also in dieser einen Mod, von der ich nicht mehr genau weiß, welche es war, da war es halt so, da hat das halt nicht gereicht, einfach die Line of Sight zu brechen. Da waren halt... fuck it. Controller wirklich übel und hatten halt auch wahnsinnig viele Hitpoints. Die sind ja jetzt relativ überschaubar. Nee, auf gar keinen Fall. Wie komme ich hier weg? Hier, okay. Hier. Okay. So, ich hoffe jetzt... Es ist so ärgerlich, dass wir immer noch keine vernünftigen Rezepte haben, um bessere Night Vision zu bauen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich keine Lust habe, sie zu kaufen. Wollen wir das alles mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, wir könnten natürlich die könnten wir hier lassen. Controller, Bura Brain, dann nehmen wir mal eins zumindest mit. Controller Hand, nehmen wir auch eins mit. Controller Scalp, kann hier bleiben. Was Skin kann auch hier bleiben, weil das bringen wir dann zu den Wissenschaftlern. Haben wir kein Controller Brain Tissue? Das ist aber enttäuschend, da haben wir zwei Controller aufgeschnitten. Naja, gut. Dann nehmen wir das Ding, kann hier bleiben. Können wir das mitnehmen? Okay. Wenn wir schon keine Night Vision haben, dann müssen wir halt... Haben wir auch keine Muni mehr, sag mal? Habe ich alles verballert, was wir hatten? Na komm, kurz. So. Jo. Fantastisch. Okay. Regen und nachts ist natürlich alles ganz hervorragend.
Licht, das lässt hoffen. Vorsichtig. Das Gute ist, dass Stalker eigentlich immer ihre Headlamps anlassen. In dem Fall aber das, ich meine, gut, das sind nicht die Headlamps, das ist die, das Feuer. Daher. Ach nee, das haben wir ja neben anderen. Ja, wir gehen jetzt mal. Oh Gott, wir haben nichts zu trinken, ne? Haben wir noch einen Energy Drink? Nee. Hast du vielleicht einen Energy Drink für uns? Auch nicht, okay. Okay, dann gehen wir mal nicht schlafen, sondern gehen wir erstmal zu Butcher. Da müssten wir zumindest im... im Stash ein bisschen Wasser haben. Weil wenn wir jetzt schlafen, werden wir morgens aufwachen und so durstig sein, dass das sowieso nicht lange funktioniert. Okay, also wir haben Acropolis, Agroprom knapp daneben, jetzt soweit erkundet, müsst dahin auch nicht mehr zurück. Ich meine, hier im oberen Bereich können wir eventuell noch ein bisschen was, achso, können wir das tragen, sag mal. Im Ohrenbereich, da können wir noch ein, zwei Mal nach Stashes gucken, wenn wir eh... Oder wir können auch mal was mit dem Military vom Zaun brechen, wenn wir nochmal Lust haben. Ich meine, wir müssen noch eine ganze Menge Stalker killen. Also jetzt wirkliche Menschen, weil wir brauchen Loot, wir brauchen Rezepte. Und die kann man meines Wissens nirgends kaufen. Die findet man nur... Ich weiß nicht mal, ob man die in Stashes findet. Könnte sein. Aber also die beste Methode ist halt tatsächlich, sie von Corpses zu looten. Und dazu müssen wir halt noch ein paar Corpses produzieren. Und am besten natürlich von Leuten, die wir nicht mögen. Und ich meine, wir werden früher oder später uns auch noch in Army Warehouses mal mit dem Monolith prügeln müssen. Für eine richtig gute Rüstung, bevor wir weiter nach Norden ziehen, denke ich. Die Rüstung hier ist nicht schlecht. Aber da gibt es durchaus noch Besseres. Okay. Haben wir hier was zu trinken? Müsste hier was... Es sei denn, ich habe es wieder mitgenommen, weil ich ein Idiot... Nee, hier. Gott sei Dank. Okay, na gut, da würde ich sagen, können wir, das wollen wir hier lassen, ja, das tun wir hier hin, obwohl, nee, das nehme ich mit, den Kram, den wir hier lassen, den habe ich in der anderen Truhe.
Okay, jetzt können wir hier aber schlafen. Willst du vielleicht irgendwas machen, was wir machen können? Any work? Dogmeat 14 hat sich noch nichts geändert. Okay, da gehen wir hier schlafen. Das war anstrengend. Wir sind zwar noch nicht so müde, aber ich meine, ich will mir nicht wieder die Nacht um die Ohren schlagen. Ich meine, die Gefahr besteht, dass wir hier morgen aufwachen und die Mercenaries uns wiedergefunden haben. Sagen wir mal. Okay, alles ist gut. Und wir haben Durst. Hui. Ja, morgen. Wollte jetzt auch ein bisschen logistischen Kram erledigen. Any work? Irgendwas Neues? Nope. Okay. Was wird es denn dafür geben? Okay. Okay. Was schon wieder? Weißt du was? Ich gehe derart durch. Backshot durch. So, wie viel habe ich denn jetzt hier angesammelt inzwischen? Okay, eine ganze Menge. Gut. Ist der ganze Old-Kram. Okay, wir müssen auch mal. Oh, okay, wir müssen auch mal ein bisschen Waffenpflege betreiben. Da habe ich ja auch gut drauf geachtet. Wir brauchen auch Sharpening Tool, haben wir hier nicht mehr. Du verkaufst eins, aber ich meine, ich habe so viele rumfliegen. Okay, also haben wir hier irgendwas, was das ist hin, das können wir nehmen. Viel mehr zum Benutzen sehe ich hier gerade nicht. Okay. Ups. Also, Waffen. Erstmal hier. Schotti. Will unter 90%. Also das können wir nicht nehmen. Das können wir nicht nehmen. Haben wir das Spray? Ja, das ist gut. Wir sind bei 86. Ist genau das Richtige für das Spray. Textiles. Ja, unsere Waffen hat uns ja auch der Bura ein paar Mal aus der Hand gerissen, was auch eine ziemliche Frechheit ist, dass sie das machen können. Aber gut. Zumindest ziehen sie nicht zu sich her. Sie fallen nur auf den Boden. Da war ich am Anfang etwas verwirrt. Weil ich dachte, dass die sich die wirklich greifen. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Okay, die Rüstung kann ein bisschen Liebe vertragen. Aber da habe ich, glaube ich, da drüben noch was. Okay, habe ich ihn gefragt, ob er uns irgendwas Neues geben will? Ich glaube, ne? Hat er nicht. Schleppe ich das eigentlich mit mir rum?
das bleibt hier. Ja, ja. Skinflint, wir denken da schon dran. Keine Sorge. Das kann hier bleiben. Den ganzen Kram brauchen wir nicht. So, ein neuer Morgen, eine neue Gefahrensituation. Okay, nichts hier. Dann holen wir jetzt mal den Kram, den wir nicht zu den Wissenschaftlern bringen wollen, da raus aus Agroprom. Da müssen zwei Stashes, ne? War der eine und der andere. Die Spiel hier ist nichts mehr. Das habe ich in der anderen Stash gepackt. Also es ist der Stash an dem Zug, an dem Waggon, und es ist, glaube ich, der, obwohl das sind beides Waggons, an dem Waggon in der Basis und in dem Waggon hier am Tunnel, nahe des Tunnels, meine Güte. Ah, halt. Wäre fast schief gegangen. War hier nicht auch irgendwo eine Elektro auf der Straße? Ne? Okay. So, jetzt mal gucken, ob hier irgendwer Neues ist, der Ärger macht. Okay. Tag, die Herren. Guten Morgen. Schöne Nacht gehabt. So, also ich würde sagen, das tun wir alles. Okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Was soll ich damit? Können wir auseinandernehmen? Toll. Ja, nee, okay. Will ich nicht auseinandernehmen. Den Kram lassen wir alles hier für die... Also das nehmen wir alles mit und packen das in den da. Weil ich glaube, der Stash ist wahrscheinlicher, dass ich zu dem gehe. Okay. Okay, hier haben wir den ganzen Kram. Okay, das kommt alles mit. Okay, das bleibt hier, glaube ich. Sonst noch irgendwas für die Eckheads? Nö, ne? Sieht gut aus, wir können uns sogar noch bewegen. Okay, damit haben wir jetzt die beiden Stashes zusammen und können jetzt nach... Nur für Spaß. Hat es eine Mission gegeben, während wir unterirdisch waren? Sieht nicht so aus.
Also, zumindest kein neues Artefakt. Gut. Die ist ziemlich nervig, ne? So, dann laufen wir jetzt noch zurück zu... Butcher? Und lass mich in Ruhe. Dann geht's zurück nach Hause. In dem Fall zu Skinflint, damit wir ihm die. Da ist der Tag auch schon wieder halb gelaufen, ne? Den Auftrag zurückgeben, also den Auftrag abgeben. Und dann können wir beim nächsten Mal. Uns bis zum nächsten Mal in jedem Fall überlegen, was wir machen. Wir haben ja, was ist eigentlich unsere Quest? Müssen wir nicht irgendwann mal nach Dark Valley? X19 ist... Ja, okay. Call of the North. Oh, das Ding müssen wir machen. Okay, ja, gut. Das können wir dann machen. Der müsste also langsam mal fertig werden. Und die Wolken... Okay. Blowout. Oder nicht? Sah so aus. Oder ist das der Regen und das Lightning? Das könnte natürlich auch... Lightning Glitch. Normalerweise ist das immer ein Zeichen für eine Emission. Okay, whatever. So. Also das nehmen wir an uns. So, Skinflint auch wieder happy. Die ganzen Upgrade-Sachen nehmen wir mit. Die Muni nehmen wir mit. Artefakt rum. Ach du liebe Güte. Okay, das werden wieder, ja, das werden zwei Runs sein. Das werde ich offscreen machen. Da sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal hier wieder. Ja, zum Abschluss noch einen kleinen Happen Essen hier. Was haben wir denn? Lecker. Protein Bar. Irgendwas Gehaltvolleres. Hier. Lecker Fleisch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bringe ich jetzt noch den Kram zurück und gucke dann auch schon mal, ob wir vielleicht irgendwas upgraden können, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt genug Kleinteile zusammen haben für die Shotgun, was wir da upgraden wollten. Und dann, wer bist du? Du bist neu, oder? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Army Warehouses wieder und werden dann wahrscheinlich zu Beginn hoffentlich etwas Upgrading betreiben können. Und auf jeden Fall werde ich mir bis dahin auch überlegt haben, was wir dann als nächstes so machen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hier bin ich nochmal. Wir haben noch ein paar Aufträge angenommen auf dem Weg hierher und auch noch ein Artefakt gefunden in der Anomalie in Rostock beim Vorbeilaufen. Wir sollen hier... Packen das erstmal alles weg hier. So, wir sollen hier Duty helfen. Das dazu. Okay. Beschützen vor Banditen. Dachte ich.
Aber hier ist gerade keiner. Was soll das denn? Der eine? Okay, wir haben ganz Rostock von diesem einen Bandit. Okay. Okay. Ich glaube, das war ein Petrenko oder Petrevko oder wie der Kollege heißt. Ne, der hat hier eine Vorstellung von was. Nee. Staatsfeind Nummer 1 hier. Ich meine, er hat ein Grooming-Kit bei sich, also er hat einen gewissen. Ja, eh nochmal durch, weil wir habe ich den Kram jetzt hinten gelassen, ne? Weil wir ja die wir haben ja noch nicht alles mitgekriegt aus dem Stash von Butcher. Das war ja alles ein bisschen viel. Und also das zum Beispiel ist, haben wir noch ein bisschen in unserem. So, ich bin also auch immer noch nicht dazu gekommen zu checken, ob wir überhaupt was upgraden können. Das lassen wir erstmal hier. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, ich kann mir hier alles mitnehmen, bis auf... Da! Bis auf das. Okay. Ствол-то убери! Das kann ich. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon haben. Aber wie ich unser Glück kenne, ist das etwas, was wir sonst nicht kriegen. Wird es nicht sein, aber man weiß ja nie. Und außerdem habe ich ihm jetzt eine Freude gemacht. Mit 6000 Rubeln kann er auch ein paar Tage schön was trinken gehen. Ja, ja. So, wir haben noch einen anderen Auftrag angenommen für Barkeep. Wir sollen hier irgendwelche geheimen Dokumente hier befreien. Die sind da. Das machen wir aber, nachdem wir in der Basis gewesen sind und unseren Mist hier abgegeben haben. Wir können ja mal gucken. Übrigens ganz interessant, an dem Checkpoint von Garbage nach Rostock war kein einziger Mensch, also niemand, also auch kein Mutant, war einfach niemand, auch keine Leiche. Und auf dem Checkpoint von Rostock nach Army Warehouses, also nach hier, war auch nur einer. Also im Moment haben sie es offensichtlich ein bisschen dünn, was die Leute angeht. Personalsorgen. So, jetzt bringen wir das erstmal noch, also jetzt bringen wir das noch weg und geben den Auftrag bei Skinflint ab, dann. Haben wir nämlich eine ganze Menge mehr Platz. Machen dann den Auftrag für Barkeep und das ist dann quasi der Nachtrag für dieses Video, weil das hat ja eine gewisse. Ich hatte bei dem Kampf gegen Bandits halt auch irgendwie ein paar mehr erwartet, als den einen, der da uns den Rücken zugewandt die Straße entlang spaziert. Also ich hatte bei Defend Rostock gegen Bandits halt irgendwie, naja, halt mit mehr als einem mit einer abgesägten Schrotflinte und einem Mantel ausgestatteten Bandit erwartet. Aber was weiß ich denn? So, das kann man hier bleiben. Das bleibt alles hier. Das checken wir. Das checke ich bis zum nächsten Mal, ob wir upgraden können. Ich glaube aber ja.
Das will ich das hier lassen. Boah, was will ich. Wieso nehme ich das? Das wollte doch hier noch nie jemand haben. Das wollte ich zu den. Irgendwo wollte ich das hinbringen, habe ich vergessen. Wollte ich das zu den. Whatever. Oh, wir sind wirklich ziemlich gut durch unsere. Okay. Wir sind ziemlich gut durch unsere Muni durchgegangen für unsere. Wow, ja. Also wir haben noch eine ganze Menge Old Rounds. Wie sieht das denn mit den NATO Rounds aus? Können wir nämlich eventuell mal anfangen, auch eventuell uns eine NATO-Waffe zusammenzubauen. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch mal ein bisschen. Nehmen wir die. Oh, echt alles verballert. Wow. 3A. 3A, Medium, Medium. Wo ist der Unterschied zwischen EP und AP? Hat uns die used to improve penetration. Steht genau das gleiche. Hm, nehmen wir die mit. So, es gibt halt. Job ist done. Danke, Stash Coordinates. Irgendwas anderes? Flash Meat. Haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Was willst du dafür eigentlich geben? Nicht so viele. Oh nee, da haben wir bei. Da haben wir ja das Dreifache. Vierfache gekriegt bei Butcher, glaube ich. Okay, du bist strange, Kollege. Hm, deswegen kaufe ich auch noch keine Muni bei dir. Wir verschießen erstmal unsere alte. Ich meine, wenn wir uns eine Weile hier in Army Warehouses aufhalten, hier fällt ungefähr, was hier an Muni anfällt, ist ungefähr pari pari zwischen der Warsaw Pact Muni und der NATO-Muni, also der 545 und 556. Noch ein Roaming-Kit, okay. Es wird ein bisschen. Es tendiert ein bisschen mehr Richtung NATO-Waffen, wenn wir weiter nach Norden kommen, bis es dann dahin tendiert, dass dann irgendwann die höheren Kaliber folgen. Also 7,62 und was auch immer da. Ich glaube, es ist 7,62. Halt. Nee, das. Naja, doch, früher spielen. Nee, was haben wir noch? Sharpening Tool. Und wenn wir uns hier eine Weile aufhalten, dann können wir nämlich auch durchaus mal erstmal eine Waffe bauen, mit der wir dann unsere. Die zum Beispiel upgraden oder herrichten. Dass wir dann die NATO-Muni erstmal verballern, bevor wir neue Muni kaufen. Ich wollte irgendwas machen, Sharpening Tool, wollte ich gucken, ob wir hier eins haben. Ja, haben wir. Und so, dann machen wir jetzt noch kurz den Auftrag. Auf dem Weg dahin machen wir unsere. Das können wir leider nicht im Laufen machen. Gut, machen wir's. Wir können eine Menge Sachen während des Laufens machen, aber Messerschärfen gehört nicht dazu. Ist wahrscheinlich auch besser so, wenn wir ehrlich sind. So, du hast keinen Bock mehr? Gerade irgendeine Uhrzeit? Oh shit, ich wollte gerade sagen, ist gerade irgendwas. Gut, soviel zum Auftrag.
So, ich will mal gucken, ob das das ist, was wir für die... Du stehst auf meinem Stash, Freund. Was wir für den Kram brauchen. Das war... Gasting PP. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe jetzt irgendwas Längliches genommen, in der Hoffnung, dass das Gasting PP ist. Wie sieht... Hab ich hier, wir haben doch... Gasting PP. So ein Ding... Ein Knubbel. Sieht anders aus. Okay, haben wir nicht. Also haben wir hier nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das inzwischen haben. Aber wir haben noch eine ganze Menge MPs auseinandergebaut und gucken, ob Lukas irgendwas von uns will, während hier die Welt untergeht. Guten Tag, die Herren. Nee, habe ich nicht. So ein Ding willst du haben? Okay. Okay, dankeschön. Okay, na gut, dann können wir uns weiter mit dem Messerschärfen beschäftigen. Oh, dann können wir... Ist da draußen gerade einer rumgelaufen? Hallo? Spielregel, hallo? Was ist denn hier mit den Spielregeln? Du kannst doch nicht einfach in der Mission hier draußen rum. Da stirbst du, Kollege. Kollege? Okay. So, das war... Ich meine, vielleicht war die Welle schon drüber hinausgegangen, aber ich meine, da kam doch... Die Entwarnung kommt doch erst nach der letzten Wave, oder? Okay, ich bin schon wieder irgendwo die Geometrie. Okay. Bei euch hier? Ich habe gar nicht reingeguckt. Ist hier irgendwas drin, was wir klauen können? Nee. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was mit dem Kollegen passiert ist. Das interessiert mich jetzt ja doch. Der ist hier rumgelaufen. Vielleicht hat er sich noch irgendwo rechtzeitig hinbegeben. Oder wegteleportiert, soll ja auch vorkommen. Okay. So, jetzt ist ja wieder allgemeiner Aufbruch. Wir wollen jetzt aber eigentlich die Mission machen, die wir die Dinger holen. So, und kann auch sein, dass diese Tubes sich noch in... in dem anderen Stash befinden. Gas Tube PP. Ich hätte irgendwie... Was sind so nicht? Ja. Was? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Sieht er nicht, ne? Nee, kann er nicht sehen? Weil er ist ja nicht echt. Okay. So, wir kommen jetzt mal... Ich wollte eigentlich nur kurz zurück und im Vorbeigehen diese beiden Missionen machen. Also, ne, die mit den Bandits da mal ein paar plopp plopp, ein paar Bandits abknallen und dann den Stash hier looten für die Documents. Ah, da wird jetzt auch wieder eine halbe Stunde draus. Dieses Spiel ist ein derartiger Time
Zeitfresser, das ist unglaublich. So, wenn wir richtig Glück haben, laufen wir jetzt noch A, in einer Anomalie, B, einem Mutant über den Weg. Ein Mutant, ein ihr wisst, was ich meine. Ich spiele zu viel XCOM. So, nee, das war im Village, ne? Ja, da sollte es aber jetzt mal vielleicht mal die Sicht besser werden, weil da muss ich jetzt im Dunkeln nicht unbedingt hin, im Regen und allem und überhaupt. Weil der Regen sich leider überhaupt nicht positiv auf die Feuerbälle auswirkt, die da rumfliegen. Ganz im Gegenteil. So. So, irgendwelche Leute, die Stress wollen. Ich war ja schon im Spiel, aber wahrscheinlich bin ich noch nie von dieser Seite aus rangegangen. Oder das Spiel merkt sich das nicht, das kann auch sein. Wo ist das Tisch? Hier, ne? Nein. M, nicht N, Mensch. What the f... Ach nee, das ist keine Anomalie, so heißt das Gebiet hier, ja. Okay. Habe ich das Blatt für eine kaputtmachbare Dings gehalten? Okay. Nice one! Ah, danke Spiel. Okay, das Ding kommt also hier rein. Gut. Ich hab's auf mich zukommen sehen und dachte, ja, das kann ja aber nicht hier durch den Raum. Doch, kann es. dieses Spiel. Herrlich. So, da war ein schönes. So, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Okay. So, und wir haben jetzt aber auch erwiesen für die Wissenschaft, was passiert, wenn wir von diesem Feuerball getroffen werden. Wir gehen tot. Ja, stimmt, es gibt ja noch anderes Platzacker-Village. Obwohl das, glaube ich, nicht so heißt, aber ist egal. Doch, das ist das richtige Haus. Gehen wir hier mal lieber schnell runter. Wo ist der verdammte Stash? Gott, bist du schwer zu sehen. Okay. So. Das ist ein gefährliches Haus. Die ganzen Häuser hier sind gefährlich. Und witzigerweise nicht wegen der Platzhacker. So, bist du weg? Ich glaube, du bist weg, ne? Meine Güte. Okay.
So. Mal kurz verschnaufen. Und... Wo? Wo? Da. Okay, alles ruhig hier. Okay, die Aufgabe. So, jetzt habe ich schon vor lauter Stress vergessen, für wen ich das eigentlich gemacht habe. Defend Rostock haben wir gemacht. Capture Document haben wir gemacht. Okay. Gut. Okay. Да ты кого хочешь задолбаешь, чертяка. Ich meine, es ist so ein bisschen Effizienzgewinn, dass wir während unserer Stash-Tragerei, das kann hier bleiben, noch ein bisschen andere Sachen mit erledigen. Aber in diesem Fall hat es der gut, da war auch noch die Mission dazwischen, die war ja auch unerwartet. Aber das sind sie ja immer. Das hat die ganze Sache natürlich, ist das nicht so beiläufig en passant, dass man das mal eben macht, sondern das kostet dann auch wieder eine halbe Stunde Zeit. Alles in allem. Goddammit. Ja, das Spiel ist wirklich ein Zeitfresser. Par excellence. Und es macht halt die ganze Zeit irgendwie Spaß. Selbst dieses Rumlaufen, vorsichtig. Selbst dieses Rumlaufen macht Spaß. Weil sich die Welt halt so, realistisch ist falsche Wort, aber irgendwie glaubhaft anfühlt und einfach spaßig ist. Ich meine, dieses Loot-Ding ist natürlich auch so ein, das macht einfach Spaß, diese ganzen Leute zu looten, um die Sachen zusammenzuklauben, mit denen man dann irgendwas bauen kann. Wäre noch ganz schön, wenn wir mal wieder ein paar Rezeptbücher finden würden, aber ganz grundsätzlich, hier hat sich noch nichts verbessert. Alles okay mit dir? Ach, nicht schon wieder. Ihr seid doch... sagen, ne? Das macht alles Spaß, weil ne? So Sachen passieren, wie halt in der realen Welt auch, mit denen man nicht rechnet und alles ist... Komm mal her, ja. Ja, rede mit mir. Job ist done. Dankeschön. 5000 nicht mal, meine Güte, du warst auch schon mal großzügiger. Itcher Artefakt habe ich nicht. Catclaw habe ich, definitiv. Keine dabei und ich verkaufe die immer. Aber das machen wir, werden wir sehr hoffentlich mal in der nächsten Zeit. Bandit World Territory. Eine Catclaw finden. Haben wir vielleicht sogar eine? Nope. Okay, also wir haben den Auftrag gemacht, den anderen Auftrag, den erledige ich dann auch noch, weil da ist es einfach nur zu Petrenko. Ja, der will. Oder? Defend Rostock. Ja, Petrenko. Der wird mir auch nur ein bisschen, uns auch nur ein bisschen Geld geben, vielleicht Slash Coordinates, das wird also auch nicht so relevant sein. Dann beende ich das Video jetzt aber wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder, irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich in Army Warehouse. Und machen dann weiter mit Stalker Anomaly. Okay, also bis dahin. Tschüss. So, da bin ich nochmal. Wir sind haben knapp 2 Minuten geschafft. Dann hat mich hier eine Nachricht ereilt, dass das Depot von Monolith Truppen angegriffen wird und ich dachte mir, da gucken wir jetzt ja doch mal gleich live nach. Also irgendwie, we are under attack from Monolith near the depot. Hm.
Wahrscheinlich auf der Rückseite. Nicht jetzt, ich bin unter einem Dach. Hier kann mir nichts passieren, hoffe ich. Wow, okay. So, wie ist denn hier die Lage jetzt? Du liebe Güte. Die stört das alles nicht, ne? Ja, hab ich gedacht. Okay, was ist denn mit den Wachen passiert? Ich nehme an die... Jo, die sind tot. Ich weiß nicht mal, wie ich da hinkomme. Komme ich hier durch? Nein, lieber Mann, wo kommt denn Monolith hierher? Dafür meine wie? Also, zu Fuß, aber ich meine jetzt mal ernsthaft. Wow. Okay. Na, hier haben wir ja gleich mal... Ich wollte ja eigentlich die M16A4 oder wie die heißt, als unsere NATO Sturmwaffe, Sturmgewehr herrichten, aber das hier spricht ja eher hierfür. Ich meine... Das Ding hat leider keinen Granatwerfer mehr, der hier eigentlich drin ist. Den haben die Entwickler irgendwie entfernt. Aber es hat ein vergleichsweise erträgliches Scope. Das Problem, was ich mit den NATO-Waffen, und das ist schon abgegradet, wow. Das Problem, was ich mit den NATO-Waffen habe, ist nämlich, dass die, dass ich das Scope nicht besonders gut finde, was die meisten verwenden. Okay, also wir haben einen Contender für die M16A4 oder wie das Ding heißt. So, was hast du? Oh Gott, was denn? Das lassen wir mal hier. Dann benutzen wir mal stattdessen das Nicht-Booming-Kit. Disassemblen das alles.
Das ist nur eine, die brauchen wir nicht. Die können wir auch disassemblen. Also wenn das so weitergeht, ich meine, okay. Ich bin immer noch nicht, also, das Video wird immer länger. No. Okay. Außerdem haben wir ein Medkit. Wir bräuchten mal irgendwas. Wir könnten das benutzen. Okay, gut. Dann nehmen wir das Gummikit wieder mit. So, jetzt packen wir mal den Kram in den Stash. Meine Güte, also Stash. Das kann weg. Okay, wie komme ich? Muss ich glaube hier lang? Wie auch vor allem, wie zur Hölle sind die da? Ich meine, die müssen hier einfach raufmarschiert sein. Ich glaube, die sind noch höher, ne? Wow. Okay. Nice. Kann hier noch ein Contender für die Waffe, für unsere NATO-Waffe, weil das Ding hat auch ein ganz hübsches Scope. Das sind die beiden Waffen, die, okay, hätte nicht gedacht, dass wir die schon so früh finden. Weil das ist eher so, na gut, ist halt Kram von Monolith und wenn man Monolith-Truppen hier im Garbage antrifft, dann trifft man natürlich auch das an. Okay. Also, trink mal einen Schluck. So, was hast du, Freund? Okay, du bist einer der Free Stalkers. Okay, ja, du hast hier... Okay, du hast versucht, dein Möglichstes zu tun. Das war nicht genug. Es waren, warte mal, 1, 2, 3. Hier, nicht, dass hier noch einer rumliegt, aber. Ja, aufregend. Also wir haben mehr Waffen, mehr Kram, den ich rüberschaffen muss. Und ich würde sagen, jetzt reicht's hin. Wenn jetzt noch was passiert, werde ich euch davon mündlich erzählen. Das Video soll jetzt endlich mal zu Ende sein. Und aber ich meine, wir haben jetzt ja alles befriedet zur Not. Wir rennen jetzt ja die gleichen Wege nur nochmal ab. Wir befinden uns mal auf dem ersten Run, ne? Also wir sind noch nicht weitergekommen.
Okay, also, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Falls nicht nochmal was passiert. Und dann geht's weiter mit Stalker Anomaly. Und dann habe ich mir überlegt, was wir mit diesem ganzen Waffenarsenal machen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.